Wir kommen jetzt nämlich zu den Profizielen, meine lieben Freunde. Bevor wir die Profizielen mit Mike V angehen, nochmal die Info, der Bodo hat uns verlassen, er hat uns einfach stehen lassen, hat uns quasi wie einen alten Kaugummi unter den Tisch geklebt. Aber ich weiß, dass ihr Gäste gerade bei so Sachen wie Tony Hawk's Pro Skater sehr, sehr gern habt. Habe ich natürlich noch einen Ersatzgast organisiert, meine lieben Freunde. Und deswegen begrüße ich an dieser Stelle, sollte er den Call noch annehmen, ja, ganz herzlich den Chris, hallo! Hi, hast mich im guten Moment erwischt. Nimm mir erstmal den Schwanz aus dem Mund, bevor du sprichst. Eine Pommes. Ja, das sagen sie alle. Ja, doch. Ja, lang und dünn, da stehst du drauf. Okay, hallo Chris! Ja, hi. Was geht ab? Ich bin also die Alternative. Du bist quasi heute unser Gast. Ja, das ist nett. Ist hallo. Nett, oder? Ja, total. Nicht? Freust dich nicht? Doch, auf jeden Fall. Nur ich habe mich gerade voll auf meine Pommes gefreut. Du hattest doch eine Stunde Zeit. Wie lange machst du deine Pommes? Ich hab die dann aber auch erst so vor 20 Minuten in den Ofen gepackt. Aber nee, das ist nicht okay. Ja, ich war dann doch zu sehr von Tony Hawk's gefesselt. Ja, das ist schön. Ja, ich spiele das gleiche Spiel wie du. Ja, also der Chris spielt auch gerade Underground 2. Das ist auch der Grund, warum Chris heute hier Gast ist, weil er halt auch spielt. Macht halt Sinn, ne? Ja, eigentlich schon. Das Problem bei mir ist aber, es gibt ja diesen Fokusmodus, ne? Ja. Und dann musst du ja die eine Challenge mit dem Fokusmodus machen. Das Problem ist aber bei meiner Version irgendwie, wenn ich dann auf den Fokusmodus schalte, bleibt das Bild einfach kurz stehen. So, und ich muss die Tricks dann blind machen. So. Was? Ja, so, und dann muss man mit dem, bei den Profizielen, ja, dreimal diesen, mit diesem Fokusmodus da eine Combo machen. Zweimal hat's geklappt, das dritte Mal krieg ich's nicht mehr hin. Okay. So zweimal Tricks blind machen ist super. Wenn man da irgendwo hochspringen muss, dann grinden, dann ein paar Flips und das alles blind. Das ist sehr seltsam, das weißt du hoffentlich. Ja, das geht auch gar nicht so. Ich verstehe ja nicht, warum das nicht funktioniert. So, das Spiel läuft ja flüssig so an sich, deswegen. Keine Ahnung. Ja, ja, könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja, der Chris heute ohne Suppe, dafür mit Pommes, ne? Ja, aber die esse ich später, alles gut. Wir haben aber jetzt hier ein Problem. Ich soll hier einen 720 Grab in der Luft machen, nachdem ich mich von dem Katapult in die Luft befördert wurde. Ja, das hat gerade nicht geklappt. Ich habe einen gemacht, aber es hat nicht geklappt. Weiß nicht, das hat bei mir hat's geklappt. Hey, jetzt hat's doch geklappt. Das ist ein Unsinn, ey. Aber ich krieg diesen. Ja, ich habe jetzt zu den Steve O-Zielen gewechselt, aber die sind ja genauso behindert. Ach, du bist genau da, wo ich jetzt bin, oder wie? Ja, ich bin auch in Barcelona, ja. Ach, guck mal, wir haben quasi, ist auch ein Race, jetzt so wie mit Blondie bei Underground. Ja, quasi schon, aber ich habe halt auch die Trainingshalle gemacht, ne? Ich verstehe, also ich hänge quasi hinterher. Ach, geht. Aber ich glaube, du wirst mich eh noch einholen, weil, keine Ahnung, ich bin ein bisschen außer Übung. Ja, ich habe jetzt so, mittlerweile bin ich jetzt einigermaßen wieder drin. Fokus-Kombos. Ach, muss ich auch machen? Mhm. Oh. Ja. Das Tutorial kam dazu noch gar nicht. Das kommt ja auch in der Trainingsarena. Ah. Das ist ja Quatsch jetzt. Und ein anderes Problem habe ich. Ich kriege Tony Hawk einfach nicht in Fenstermodus. Das funktioniert irgendwie nicht. Die Windows-Version? Ja. Ich habe halt die PC-Version. Was glaubt ihr, warum ich die ganze Zeit das nicht streamen konnte? Weil es nicht im Fenstermodus geht. Richtig, stimmt. Deswegen muss ich auch immer raustappen, um dann den Chat zu lesen. Das ist ein bisschen nervig. Das ist natürlich sehr ungünstig. Deswegen habe ich vorhin auch nicht Hennas Frage gelesen, weil ich halt gerade mit dem Spiel war. Ah, ja, das sagen sie alle. Und ich keinen Bock hatte, meinen zweiten Bildschirm anzuschließen. So, ich hoffe, dass das jetzt bei mir mit dem Fokusgedöns klappt. Ich denke mal schon, ja. Was waren es? 50.000 Punkte? Ich glaube, ich kann nach diesem Move hier landen. Och man, diese scheiß Combo, ey. Okay. Ich mein, das mit Jesse James, mit diesem Segway, das ging ja noch. Ja. Aber dieses Steve-O-Kacke hier, die ist ja ganz schön. Steve-O geht gar nicht, ne? Da habe ich ja auch gerade genug drüber. What? Moment mal, Nummer 1 hat What? Ach, ich muss den Ding erst starten, dann darf ich erst in eine Combo gehen. Ja, genau. So war das. Ich guck mir das mal bei dir an. Deswegen, weil auch gerade hat es auch nicht gezählt, dachte ich schon, ich habe dasselbe Problem wie du, aber dann ist mir auch eingefallen. Aber du musst. Stimmt, ich muss den Modus hier anmachen und darf dann erst anfangen zu tricksen. Du musst aber die Fokus-Kombo, musst du nicht, die nicht da oben machen? Nein, das ist völlig egal, wo du die machst. Ja, weil ich habe in den Zielen geguckt und dann stand da,
was von, ja, wo das, dieses Bild da angezeigt, deswegen. Naja, nee, das ist tatsächlich total egal. Aber ich spiele auch nur auf normal erstmal. Aha, da haben wir's. Ja, ich habe mir das noch nicht zugetraut, weil ich es auch ewig nicht mehr gespielt habe. Bin halt auch komplett raus aus dem Spiel. So, das war's. Ja, ist ja auch nicht weiter tragisch. Rail Challenge, alles klar. Ja, ich komme die ganze Zeit nur auf normal. Nee, das ist ja Quatsch, weil es ist ja auch einfach schwer. Na, da braucht man nicht diskutieren. Ja, dann gucke ich mir das nochmal an. Vielleicht kriege ich die ja dann so hin, weil ich brauche, glaube ich, im normalen Modus brauche ich keine 10.000 Punkte für die scheiß Combo. Aber erstmal habe ich jetzt Steve O an der Backe. Diese 25.000 ab. Dieser Typ, ey. Ja, vor allem dieser komische Bulle ist so kacke zu lenken. Ja, ja. Ich sag ja mal, liebe Freunde, Chris ist jetzt der Beweis dafür, dass ich nicht einfach nur gegen diesen Bullen hate, sondern dass es wirklich scheiße ist. Och nee, jetzt brauche ich dafür. Och Gott, bin ich. Hä? Nein, ich. Boah, ich dachte, ich brauche nur 10.000 für diese scheiß Combo. Naja, auf Sick brauchst du da 100.000 Punkte mit dem scheiß Bullen, ey. Da hast du auf normal ein leichtes Spiel. Ja, ein Viertel, 25.000. Dann kommt der Real Life You Now Skating Stream. Ja, gut. Ja, Banani, kümmere dich! Machen wir dann Skart oder was? Oder wie die Serie hieß? Ja, von Skart. Richtig. Mit Papa Roach Sänger. Ja, schön mit offenen Brüchen und so. Jacoby, richtig. Ja, Banani, auf geht's. Wir spielen einfach quasi Skate. Jeder schafft, ist froh, wenn er Olli schafft. Ja. Acid Drop von einer Tram. Ja. Seid ihr wahnsinnig? Nächstes Problem, habe ich auch noch nicht hingekriegt. Fahr mit einer Tram, spring dann ab, okay. Weil ich bin dann auf so eine Tram drauf. Ja. Das ist egal wo, einfach nur ein Acid Drop? Ja, das ist jetzt das Problem. Ich habe halt einen Acid Drop gemacht, aber der hat nicht gezählt. So. Aha. Jetzt frage ich mich, wo soll der denn hingehen? Weil in diesem Bild ist ja dann diese schräge Rampe da angezeigt, da wo man auch hoch aufs Dach springt von der Bushaltestelle. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass man extra bis dahin fahren muss, oder? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das damals auch so gemacht habe. Nein! Oh, zwei fast auf dieser Kacktram. Jetzt sag mal, konnte man da nicht einfacher hin? Du kletterst beim zweiten Turm hoch. Naja, ich bin schon da. Ich will ja nur wissen, wo ich jetzt den Acid Drop reinmachen soll. So, jetzt bin ich nämlich auf einer. Aber da steht doch nur, dass es egal ist. Eben. Okay. Oder musste man einfach ganz oben auf dieser Ding stehen? Das könnte natürlich sein. Ich bin halt dann auch noch da, wo du dieses... Ja, easy, GG. Warte, das gucke ich mir jetzt an. Schau, war einfach ein Acid Drop von ganz oben. Oh, was ist die Team-Challenge schon wieder? Ach, einfach da rein. Ach, dahin. Ja, gut. Weißt du, wo ich mein Acid Drop drauf gemacht habe? Auf diese Ball auf dem Dach. Toll. Okay. Das hat nicht gezählt. Okay, wir müssen mit 4 Charakteren 5.000 Punkte von dem Stier machen. Meh. Ja, diese Teamziele, die kann man auch getrost weg. Oh, scheiße. Ja, diese Teamziele sind mega stressig, ey. Scheiße. Wo sind denn die jetzt schon wieder hin? Geht gar nicht. Boah, der Stier überall dahin. Nein. Ach, der hat nur eine gewisse Richtung? Hä, ist er nicht gerade an mir vorbei? Spinn ich? Halluzinierst du etwa schon? Nein, da ist er wirklich! Och, 23.000 Punkte. Oh Gott. It's fucking running. Eigentlich müsste man hier einfach nur stehen bleiben und warten. Aber ich muss nicht hier mit diesem Kackstiel annimmt. Ich muss in diesem komischen Park da bleiben, ne? Diese komische. Ja, du musst in dem Park bleiben. Das ist richtig nervig. So, Bull Air. 5.000 Punkte waren es doch nur. Kann man doch schon landen. So, einer von vier. So, und da kommen wir genau nämlich zum Haken. Ich muss wieder wechseln. Man muss nur noch die große Reklametafel aktivieren. Die war doch auch irgendwo bei dem... Genau da. Du musst halt von dem auf den zweiten Turm klettern und dann links rüberspringen auf dieses gelbe Ding. Boah, Steve O geht mir richtig auf den Sack. Was hat denn der noch? Ja, der Typ, ey.
So. Was ist nicht hier? Muss man. Hä, was? Ach, zu dem zweiten Ding musste ich hinrailen. Ah. Alles klar. Ach, da konnte ich einfach raufklettern. Ah, easy. Aber ja, ich kletter da nicht. Also ich kletter da auch rauf, aber ein bisschen geistesgestörter. Nice! Nice! Mike Wee geht ab! Alles klar, so, dann wäre ich nämlich fertig mit dem Mike Wee. Ich wäre fertig mit dem Gast, ich wäre fertig mit Geheim, ich wäre fertig mit mir. Ich bin dann nur noch für, Wo finde ich eigentlich den Gast? Den habe ich nicht gefunden. Den Gast? Ja, das ist der beim Stier, den du befreien musst. Ja, habe ich doch. Ja, da steht er dann. Ach so, ja. Ja. Einfach auf Kreis drücken. Ja, Chris, auf Kreis drücken. Soll man anfangen? Wär sinnvoll, ja. Ja, ich möchte dann. Weil Steve O geht mir gerade richtig auf den Nüsse. Aber Steve O jetzt hier 5000 Punkte machen, wird auch eher so scheiße. Ich glaube, den mache ich ganz am Ende. Der hat aber auch seltsame. Nein! Nein! So. Kommt der jetzt nicht hier dann als nächstes? Ja. So, 5000 Punkte, nachdem ich diesen scheiß Ride gemacht habe. Das könnte interessant werden. Oh, das sind schon 5000 Punkte. Yes. So, hier ist Tony. Das heißt, hier ist Mike V. Dann müsste ich nochmal zurück zum spanischen Kollegen. Aber, nee, Moment. Müsste der spanische Kollege nicht direkt hier stehen? Ja, doch. Sachen gibt's. Diese Gas-Skater, ey. Ja, keine Ahnung, brauche ich auch nicht. Brauchst du auch nicht? Nee, vor allem zu Franklin ließ sich schon ganz komisch steuern. Ja, ja. und dieser Typ hier genauso. So, ich finde Tony Hawk's Underground 2 echt geil. So, das war das erste Spiel, was ich so komplett so durchgespielt habe, so bewusst. Ah, ja, okay. Halt von den. Okay, was habe ich jetzt getan? Irgendeinen Spot gemacht. Was ist das für ein Ziel jetzt? Spot gerockt. Ja, nee, keine Ahnung. Hier steht gerade einer von dreien. Also so, das, was ich so. Halt, ich habe die anderen zwar auch so, aber nicht so. So, ich fand die Story halt richtig geil. So. Also schließt du dich quasi dem Bodo an. Ja, quasi schon. Na, siehst du mal. So kann das sein. Also ich finde nämlich dieses so, klar, Pro Skater 1, 2, 3, 4 auch alle super, ne? Ja. Aber so, das ist ja so stumpfes Skaten, ne? So. Das ist stumpfes Skaten. Alter, was hat der für einen Riesenschädel? Wer jetzt? Beängstigend. Ist nicht noch so. Da ist sein schwuler Zwillingsbruder mit dem Schal da. Ja, jetzt regt er sich auch noch auf. Ich glaube, es hackt bei euch. Wann ist denn der? Kommt der Stier mal wieder? Komm her jetzt, da kommt er. Der Drohns! Oh Mensch! Oh, ja, das war jetzt einer der besten Bull-Airs, die du haben kannst. Team Challenge fertig, das heißt, wir haben alles in diesem Kack-Barcelona. Woo! So, das ist doch mal schön. Und damit wechseln wir das Level. Was sind hier denn bei den ganzen Textnachrichten? Ja, Tony Hawk hier, ja, gehen wir, komm. Und Mike Wee mit Weitspucken. Scheiße, wir nochmal hier. Das ist ja doof. So. Hashtag Story Skip und ab nach Berlin. Berlin fand ich toll. Berlin hatte auch. Ich sag, leveltechnisch war Berlin für mich. War Tony Hawk's Underground 2 für mich großartig. Ja, die Level waren super, ne? Die Level waren Weltklasse. So, Berlin fand ich auch geil. Da gab es ja diesen Skatepark. In der Halle drin, glaube ich. War das bei ja, dir? Ja. Ich glaube schon. Das war großartig. Ich muss jetzt erstmal mit Barcelona fertig werden. Ja, dann werd mal fertig. Ich drehe noch durch. Warte mal, was müssen wir hier machen? Nicht durchdrehen. Stimmt, da gab es ja noch diese... Was ist denn der Scheiß? Stimmt, da gab es ja zum ersten Mal die Rolls, ne? Oder gab es die in Underground 1 schon auch schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Banani, kümmer dich, ne? Wenn gestern schon nicht ging, heute all night. Oh, da kenne ich nix. Ich möchte hier gerne mal nochmal den Bullen schreiben. So. Und den Fluch geöffnet. So, ich habe gerade irgendeine Team-Challenge gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was der gerade getan hat. Egal! Warum kriege ich denn hier keine... Ach, da kriege ich Tomaten.
Wo bin ich hier? Holy shit. Ich verfahren. Jefferson? Nein. Nein, einfach kein Schalk. Ach nee, der ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja jetzt ganz woanders. Ist halt einen ganz anderen Auftrag. Alles owned oder was? Ja, war hier nicht was? Oder das war hier, war hier nicht das scheiß geheime Tape, aber es war im Classic Mode, war? Ja. Ich mach hier gerade quasi Unsinn. Ah, das ist doof. So. Soll ich mich nämlich jetzt gerne von den Bullen in die Luft schleudern lassen, wenn das möglich wäre? Aber hier ist nämlich unser Spezialgast. Oh, und da fängt schon wieder an, ey. Slowdowns oder was? Nee, dieser Gast in seinem scheiß Rollstuhl gedöhnt oder was auch immer das darstellen sollte. Berlin-Tour, ja, geht schon los, ey. Habe ich kein Verständnis für. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Bulle? Kommt der hier oder kommt der nicht? Boah, wo ging's weiter? So, nochmal hier. Einmal, dann Grinders da drüben. So, Grinder, dann die Line hier. Ach nee, noch eins weiter oben. Crap! Zäh! Drecksziel, ey. Hat der Bulle keinen Bock oder wo ist der? Der versteckt sich. Der versteckt sich? Ja, hat keinen Bock auf Chris. Was soll denn das? Das ist nicht okay. Und das ist jetzt zu weit oben. Ja, ihr könnt mich doch alle mal. Ach, da ist er doch. Los, schleuder mich. Sick. Das zählt jetzt nicht, oder was? Da steht doch nichts von Punkten. Oder? Launch of a Gott sei Dank, die Berlin-Tour ist schon mal vorbei. So. Rollstuhl-Kombo. Mach eine 100... Oh mein Gott. Ehrlich? Ach so. Wow. Muss ich den dann über so einen Scheißhaufen machen? Ja. Okay, dann muss ich hier warten. Unfassbar. Das klappt ja hier wunderbar schon wieder. Die Gäste werden immer beschissen und du musst immer nur noch krankere Ziele machen, ey. Mir lässt sich so eine Scheiße einfallen, ohne Witz. Das ist halt Tony Hawk, ne? Nein! Und das, mal abgesehen davon. Du kannst ja mit denen keine Punkte sammeln, weil die haben auch keine Special Tricks oder sonst irgendeine Scheiße. Du musst halt mit dem Standardzeug irgendwie versuchen, weit zu kommen. Ja, wie gesagt, das ne, ich sehe es ja ein, das ist ja so weit und so dann wirklich ja ganz witzig. Aber wenn du dann wirklich so einer bist, wo du sagst, auf 100 Pro, auf Sick, was einfach nur wirklich asozial schwer ist. Ja, das stimmt. Wo ist denn der jetzt hin? Ich hab den doch abgefangen. Also ich glaube, die haben sogar schon Special Tricks, man müsste die nur nachlesen. Ja, das ist das Problem. Oder? Nee, Tricks ansehen ist nicht. Weil gerade hatte ich irgendwie Chair irgendwas Grind, da war gerade Gold irgendwie markiert. Das sah aus, als wäre es ein Special. Wow, echt jetzt? Einfach irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ja klar. Als hätte ich großartig eine andere Wahl, ey. Ach, das ist das schlimm. Ich kriege hier gerade auch richtige Aggression. Kann ich denn vielleicht schon Change Level? Nein, ich kann nicht mal weiter. Boah, ist das nervig. Ach, der arme Chris. Einfach nur den Multiplikator so ekelhaft hochtreiben. Und dann sowas wie noch Gaps finden. Da bist du doch. Nein! Ehrlich? Ja, okay. Wow. Ich skitsche am Bullen. Das will ich gar nicht. Jawohl, und skitschen. Hauptsache, der hat den Schwanz vom Bullen in der Hand. Das ist sehr lustig. Jetzt bleib doch hier. Ach, hier gab's jetzt die Basketballhalle. Ja, stimmt. Hier will ich auch gar nichts Böses. Mein, wieder zu kurz, ey. Leck mich. Das ist sehr frustrierend. Oh, das ist wirklich frustrierend. Du hast recht, ey. Das ist, also der Typ. Wie gesagt, das ist der Grund, warum Underground von mir so viele Minuspunkte kriegt. Also Underground 2. Mhm. Obwohl es gar nicht sein muss. Nein, bleib doch auf. Warum denn nicht in die andere Richtung? Was soll das? So, wo bist du jetzt hin?
glaube, ich skitsch so lange hinterher, bis er an seinem eigenen Scheißhaufen vorbeifährt. Und dann lasse ich mich hochschleudern. Das war in die falsche Richtung. Ach komm, geh. Ja, ganz krank, weil ich weiß, will nicht wissen, was die geraucht haben. Ja, da musst du schon hart drüber sein, ey. Bam Majera hatte bestimmt seine Finger im Spiel. Zieh, was du das willst. Das glaubst du aber, dass da Bam Majera seine Finger im Spiel hatte. Ja, die ganze Jackass-Crew. Warum kannst du nicht rückwärts ein Menü, ey? Malibu Cola ist schon wieder Karaoke, oder was? Was? Ah, Alkohol? Der Banani, ja, der gönnt sich. Alkohol? Cocktails. Ja. Da kriegst du schon auf Entzug. Weißt du, dann krieg ich so eine Frage bei Twitter gestellt. Ja, was ist der, du mit deinen Cocktails? Weißt du? Versteh die Frage nicht. So. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock auf diesen Typ, der war ja aggressiv. Spring mit Pauli von der Rampe ab und mach einen Sit-Flip und dann ein Acid-Drop. Ja, das ist okay, das sehe ich ein. Genau, Pauli hieß der Kerl. Naja. Der Typ, ey. Es gibt hier mal richtig viele Punkte. Ich glaube, Grinds. Das war jetzt nicht ganz so schlecht. War das von hier schon? Ja, ne? Nicht! Ach, Pauli, verrecke! Was hast du denn gegen den Mann? Alles! Verständlich. Oh Gott, wo bist du Drecksflug, ey? Boah, der Typ, ich hab grad so einen Hass in mir drin, den ich nicht rauslassen kann. Verschieb's doch nach hinten. Toll, jetzt bin ich wieder, hab ich den Scheiß. Ach, ich musste einen Sit-Flip machen, deswegen hat's nicht gezählt, gell? Sit-Flip? Ich erinnere mich. Immer dieser Scheiß, bin ich auf rum. Das sah grad eklig aus, habt ihr den Mund gesehen? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Oh Gott. Hä? Das war doch richtig. Ja, das denke ich mir auch. Sit-Flip und dann Acid Drop auf die Rampe. The fuck? Und wieder kein Scheißhaufen in der Nähe. Ich raste aus. Das kann doch nicht wahr sein. Also du und deine Scheißhaufen, das war mein geringstes Problem, ey. Ja, deins, meins nicht. Ich mach doch genau, muss ich eins weiter oder was will er von mir? Auch diese scheiß Beschreibungen, die waren allesamt ziemlich bescheiden. Ja, vor allem, ich hab das Ganze noch. Ich meine, ich bin im Englischen mächtig, ne, aber so manchmal. Dankeschön! Okay. Also doch so. Okay, das Viech wird übelst langsam, wenn ich hinter dem her skitsche. Oh mein Gott. Und was war noch Team Challenge? Bam muss ein Manuel von einem Hütchen. Pauli muss 10 Sekunden lang im Grice grinden. Im Grice. So, jetzt aber, komm her. Hauptsache, das ist möglich, ey. Jetzt gleich hingucken, ey. So, Team Stunt beendet. Aber das gibt scheiße viele Punkte, wenn ich mir das mal kurz angucke. Vielleicht sollte ich mir da doch was einfallen lassen. Weil das kann ich ja eigentlich. Lange Grinds halten so, das kann ich ja eigentlich. Kann dieses Viech mal hier hinscheißen? Hallo. Keine Fäkalbegriffe hier. Kann das Viech mal seine Notdurft hier verrichten? Das wäre sehr nett. So, mal 10 habe ich jetzt schon. So, nur noch da drüber und im Kreis grinden. Und das möglichst lange.
Meine 150.000 Punkte ist immer noch ziemlich sick. Halten, halten, halten. Das sind nur 136.000. Das ist nicht sein Ernst. Oh mein Gott. Das ist richtig bitter, ne? Das ist bitter, ja. Ah! Was glaubt ihr, warum ich sage, dass Tony Hawk mit Steuerkreuz besser ist? Ich weiß nicht, was Tim da für komische Fantasien hat. Aber ich spiele auch mit dem Analogstick. Echt? Mhm. Wow, geil. Ey, ich bin Behinderter und die Polizei fällt mich um. Was soll denn das? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay, Mann. Ja, hallo, Pokémon Puch. Ich bin schon gefühlt 20 Minuten da ungefähr. So. Hold it. Hold it, Pauli. Komm! Komm! Ich mute mich mal eben, ich will mal ein paar Pommes reinhauen. 108! Hä? 178.000 Punkte, warum hat das nicht gezählt? The fuck? Ich hab 178.000 Punkte mit Pauli geschafft! Warum hat das nicht gezählt? Du musst doch da im Kreis fahren, oder nicht? Oder was war da? Warte mal, ich lese es mir. The fuck? Irgendwas hast du falsch gemacht. Warum? Mach eine 125.000 Punkte, komme mit Pauli im Rollstuhl. Was ist denn falsch?